Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben und ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort ungleich TTV, dann auf Annehmen drücken und es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, und wir gucken im Shop vom 20.07.2019 rein und zwar haben wir... Wer es glaubt, die gleichen Items wie gestern drin. Fast. Komplett. Ja. Außer 1, 2, 3. Wir haben ein paar 4, neue 5, Items. So, also. Also, wir gucken erstmal den Mech-Anführer an. Ich habe ihn ja noch nicht bewertet und da ich einen Bären neben mir sitzen habe und mit Bären keine gute Erfahrung habe, gebe ich den nur leider 5 von 10. Warum? Ja. Wie keine guten Erfahrungen. 3,5 von 5 bei 22 Votes. Ein Reminder. So, dann kommen wir auch schon zum nächsten Item. Und zwar. Dann haben wir hier diese. Mustersoldaten, genau, ja. Diese Banner-Skins oder Banner-Items von. Das ist geil, weil ich habe ja diesen Battle Pass. Ja, so. Guckt einfach oben rechts in die Ecke rein. Wir haben ja einige Gameplays dazu die aufnehmen find ich cool. können. Sind ganz gut angekommen. Dann so. Dunkle Vorhut. Ja, wie viel gibst du da? Ja, ist ja auch schon 100.000 Mal drin gewesen. Ich finde sie nicht ganz so toll. Wie oft war die eigentlich? Oh, keine Ahnung. Also ich gebe der, ich weiß, die ist ziemlich beliebt, aber ich gebe der nur 5 von 10. Ich 7 von 10. 4,01 von 5 bei 141 Worts zum ersten Mal am 8. April 2018 im Shop gewesen, seitdem 14 Mal nur. Und 114 Reminders. Echt, ich habe jetzt gedacht, es wäre mehr gewesen. Geschätzt viel öfter, ne? Ja, und die ist gefühlt mal in fast jedem Shop. Ja, so extrem, das ist schon krass. So, hier Deep Space Lander. Wie viel gibst du denn hier? Ja, da finde ich, weiß ich, der dunkle ist wieder besser bewertet als der hellere. Ich finde aber trotzdem den helleren besser. Was? Ja, ich finde den helleren besser als er immer weiser. Also ich gebe dem dunklen, gebe ich 8 von 10 und dem hellen gebe ich 9 von 10. Ich gebe dem dunklen 9 von 10 und dem anderen 7 von 10. 4,58 von 5 bei 38 Boards zum ersten Mal am 8. April 2018 im Shop gewesen sind. 14 Mal und 47 Reminders. Und der weiße, der andere da, der Orbital Shuttle, 3,29 von 5 bei 17 Boards zum ersten Mal am 8. April 2018 im Shop gewesen sind. 14 Mal und 16 Reminders. Dann kommen wir zum Team Mac bzw. Team Monster. Ja, Team Monster. Hab ich ja gestern schon alles. Das finde ich cool und da ich ja Bären mag, ne, machen wir mal hier Werben. Übrigens mit dem Creator Code, sofort und gleich TTV. Mit dem Creator Code. Also unterstützt ihr auch die Bärchen. Unterstützt ihr auch die Bärchen, ja. Genau, und die Tigerchen. Ja. Die Tigerlein. So. So, dann kommen wir zu Billy Bounce. Den finde ich mega cool, das ist ein Fortbewegungs-Emote auch. Kriegt von. Den hört man jetzt nicht mehr. Ich finde den mega geil, kriegt von mir 10 von 10. Von mir auch. Hammerteil. Dann 4,91 von 5 bei 43 Worts zum ersten Mal am 27. Mai 2019 im Shop gewesen, seit 3 Mal und 245 Reminders. Scorpion! Ja, das ist für mich ein klassischer Wüstendominierer. Wir hatten vor kurzem diesen Wüstendominierer-Skin drin gehabt, wo ich mir gedacht habe, was hat das mit Wüste zu tun? Der Scorpion ist für mich der Wüstendominierer. Der Skin für Paradise schlechthin kriegt von mir 8 von 10. Ja, von mir kriegt er 6 von 10. 4,165 bei 68 Worts zum ersten Mal am 28. August 2018 im Shop gewesen, sondern 15 Mal und 110 Reminders. Dann kommen wir zum nächsten Item. Der Castor. Der Castor, ja, das ist dieser Magier, genau. Ja. Oh. 7 von 10. Ja, mehr muss man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Sehe ich genauso. Dreh den nochmal ganz kurz da hinten. Dieses Backpack sieht noch ganz cool aus. 3,59 von 5 bei 39 Worts zum ersten Mal am 16. November 2018 im Shop gewesen. Seitdem 7 Mal und 52 Reminders. Dann das nächste Item. Mega Team. Habe ich gestern bereits bewertet. Ja, ich gebe dem 7 von 10. 2,8 von 5 bei 5 Votes zum ersten Mal gestern im Shop gewesen und 0 Reminders. Dann Monster Team Banner. Ja. Ich stehe auf Bärchen und nicht auf das. Ja, ich auch. Ich mag auch eher Bärchen. So, den gebe ich 3 von 10. Ein Team Bärchen. 3,63 von 5 bei 8 Votes. No Reminders. Dann Mecha Team Banner.
Ja, Team Bär, wenn es kein Team Bär. Es gibt halt nun mal kein Team Tiger. 2,8, ja, dem gebe ich 10 von 10, weil Bären halt, ne? 2,865 bei 7 Votes zum ersten Mal gestern im Shop gewesen und 0 Miners. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt was in die Kommentare. Nutzt uns den Supporter Creator Code. Bis dahin, haut noch rein und tschüss.